Ja, herzlich willkommen zum Artist Feed, eine neue Folge. Ich habe heute das große Glück, mit Johannes Meyer zu sprechen. Und Und bevor ich dazu viel verrate, Johannes, stell dich doch einfach mal vor. ja, ich bin Johannes. Ich habe die große Ehre, dass ich einen Film machen durfte, wo Fabian die Musik zugemacht hat. Über Grenzen, der Film einer langen Reise, so eine Kinoreisedokumentation. War mein erster Kinofilm und auch der erste Film von mir, wo jemand so richtig Musik für komponiert hat. Ich habe sonst eher fürs Fernsehen gearbeitet. Naja, und da arbeitet man dann viel mit Sound- und Musiklibraries und muss mit denen Vorlieb nehmen, was irgendwie das Archiv hergibt. Jetzt bist du ja eigentlich, ich kenne dich ja schon ein bisschen, da darf ich das verraten, evangelischer Pfarrer. Wie Kommt kommt auch man von Anfang denn, an. ja, wie kommt man denn als Pfarrer dazu, Filme zu machen? Oder wie kommt man als Filmemacher dazu, Pfarrer zu werden, könnte man ja genauso fragen. Ich weiß nicht, ich habe das eigentlich schon immer gemacht. Also tatsächlich schon auch als Jugendlicher, als Schüler und so, haben wir dann so eine Video-AG an der Schule gegründet. Es hat mich also schon immer interessiert und ich wollte eigentlich auch Journalist werden und bin es dann auch geworden. Aber ich habe gleichzeitig irgendwie so Plan B-mäßig auch Theologie studiert und so hat das immer gewechselt. Ich habe Theologie studiert, habe dann Volontariat beim NDR gemacht und dort fürs Fernsehen gearbeitet. Dann habe ich Vikariat gemacht, um dieses Theologiestudium mit dem zweiten Examen und der Ordination zum evangelischen Pfarrer noch abzuschließen. Dann bin ich wieder zum NDR gegangen. Und dann bin ich irgendwann in die Kirche gegangen, habe eine Gemeindefahrstelle übernommen. Inzwischen arbeite ich nicht mehr in der Gemeinde, sondern so im Headquarter, im Landeskirchenamt heißt das, und bin dort Referent für Jugendarbeit und für Nachwuchsgewinnung. Und mache eben freiberuflich weiterhin Filme. Genau. So irgendwie lässt sich's einigermaßen miteinander verbinden. Klingt nach einem spannenden Leben auf jeden Fall. Sprechen wir mal über den Film, in dem ich das große Glück hatte, mitarbeiten zu dürfen, Über Grenzen. Das ist ja ein Film, den du gemeinsam mit Paul Hartmann gemacht hast. Genau. Vielleicht magst du erst mal kurz, ganz kurz erzählen, um was geht's denn in Über Grenzen? Was ist das für ein Film? Ja, ein Reisefilm, eine Reisedokumentation. Also die sind ja relativ en vogue. Es ging, würde ich mal sagen, im großen Stil los mit Weit. Weit, dieser Film, der, glaube ich, über 300.000 Zuschauer angezogen hat. Weit mehr als wir leider auch. Aber die haben so ein bisschen die Tür aufgestoßen für das Genre des Reisefilms. Also das heißt, Leute machen eine verrückte Weltreise, dann sind sie meistens lange und in exotischen Ländern unterwegs und filmen sich dabei selber. Und manche machen das sehr ambitioniert. Da entstehen tolle Bilder bei und dann eben auch entsprechend spannende Reisegeschichten. Genau, da gibt es ja eine ganze Reihe von. Also Reis aus und egal was kommt. Also es gibt eine ganze Menge von diesen Reisefilmen, die dann tatsächlich neuerdings eben auch ihren Weg ins Kino gefunden haben und dort so eine eigene Sparte praktisch schon bilden. Und dazu gehört im weitesten Sinne Über Grenzen eigentlich auch. Bloß, dass er ein bisschen anders entstanden ist. Es ist einfach eine Freundin von mir und auch von Paul, die wir vom Theater spielen kennen, eine etwas ältere Dame schon, die ist nach dem Ruhestand einfach losgefahren mit einem kleinen Motorrad, mit so einer 125er, ohne dass sie einen Motorradführerschein hat. Die ist alt genug, als dass sie mit ihrem alten Führerschein, der sogenannte alte graue Lappen, so ein Ding einfach fahren darf. Die darf bis zu 125 Kubik Motorrad fahren und kann aber gar kein Motorrad fahren oder konnte es jedenfalls nicht und hat sich dann, ja, wollte aber irgendwie auf große Reise gehen, auf große Tour gehen, ganz allein, hat sich dann einfach auf diese 125er Enduro gesetzt und ist losgetuckert, immer gen Osten, also bis übers Pamirgebirge durch den Iran, eine ganz spannende Tour. Ich habe davon, einfach weil ich sie kenne, so am Rande erfahren, dass sie sich nach dem Ruhestand sehnt und wenn es soweit ist, dann fährt sie endlich los. Hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber habe relativ spät erst geschaltet, dass das vielleicht wirklich eine Geschichte ist, die wert ist, irgendwie erzählt zu werden, auch filmisch erzählt zu werden. Und dann habe ich die Margot, so heißt unsere Protagonistin, die Reisende, gefragt, wie sieht's aus, dürfen wir das filmen oder kannst du dir das vorstellen? Und sie konnte sich's vorstellen und dann haben wir sehr schnell, eine Woche praktisch vor ihrer Abreise begonnen, diesen Film in die Tat umzusetzen und ich und der Paul, wir konnten natürlich nun als Filmemacher nicht die ganze Zeit dabei sein, sondern haben sie dann an zwei entscheidenden Stellen dieser Reise begleitet. Wir waren im Pamirgebirge, da waren im Iran und haben der Margot dann ansonsten noch beigebracht, wie das eben eigentlich bei den anderen Reisefilmen so das Übliche ist,
wie sie sich selbst filmen kann. Also eine GoPro, so eine Actioncam auf den Helm geklebt und das Handy irgendwie mit der richtigen Kamera-App ausgestattet und ein gutes Mikrofon mitgegeben, ein Stativ mitgegeben, jede Menge Speicherkarten und Powerbank mitgegeben und so weiter. Und dann musste sie eben den weiten Teil ihrer Reise auch irgendwie selber im Bild festhalten. Das über Grenzen, glaube ich, von den meisten anderen Reisefilmen abhebt oder unterscheidet, zum einen, dass es eine relativ alte Protagonistin ist, eben nicht so der junge 20-something, der nochmal in die Welt raus will und sich die Hörner abstößt, was weiß ich, bevor es in die Arbeit, ins Berufsleben geht oder so, eine Familie gegründet wird oder was weiß ich, sondern hier ist es eben jemand nach dem Ruhestand, eine alleinreisende ältere Frau, das ist ganz spannend natürlich. Und dann haben wir diesen Perspektivwechsel drin, dass eben nicht der Reisende oder die Reisende alles selbst filmt und sich selbst nur permanent bespiegelt und so ein bisschen Nabelschau betreibt, sondern wir haben eben durchaus von außen drauf geguckt und einfach, weil uns das interessiert hat, warum macht die das, was bewegt die, ja, und was für ein Modell auch von Aufbruch in den Ruhestand oder so steckt da vielleicht dahinter. Wer den Film auf jeden Fall noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen, ist ein ganz spannender Film. Der kam ja letztes Jahr schon im Kino, wo kann man den denn momentan sehen? Genau, der ist jetzt eigentlich, wird jetzt bald ein Jahr alt, das Baby. Also der hatte am 12. September 2019 hatte er Premiere und lief damals in ungefähr 100 Kinos an und ist bis heute auch im Kino zu sehen. Also von daher, wenn man Glück hat, dann läuft er vielleicht gerade irgendwo in einem Kino in der Nähe. Aber das ist natürlich weniger geworden, sind jetzt nicht mehr so viele Kopien auf dem Markt unterwegs. Deswegen kann man ihn sich aber einfach auch streamen, also bei Amazon Prime zum Beispiel, Prime weiß ich gar nicht, bei Amazon jedenfalls, also man muss ihn schon leihen, man muss was zahlen dafür, er ist jetzt nicht im Umsonst-Abo drin, aber man kann den dann für wahrscheinlich 4 € oder sowas sich leihen und streamen, man kann ihn auch zum Download kaufen, auf allen gängigen Videoportalen, eigentlich bei iTunes und so weiter. Und es gibt natürlich auch eine DVD und eine Blu-ray, auch überall zu kaufen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Infos zu dem Film unter diesem Video, dann könnt ihr euch da ein bisschen informieren drüber. Wir gucken mal in einen ganz kleinen Ausschnitt des Films rein, damit ihr da ein bisschen einen Eindruck bekommt. Ich bin gerade auf 4600 Meter und schiebe ein Motorrad über den Pass. Heute Morgen haben wir gesagt, wir bewegen uns nicht so viel und es wird alles gut mit der Akklimatisierung. Jetzt renne ich hinter einem Motorrad her. Weißt du, ich habe echt wenn ich heute Nacht irgendwann umfalle oder hyperventiliere, ey. Das ist nicht geil. China, wir sind bis China gekommen. Juhu! Ich habe damit nicht gerechnet, das ist ja irre.
geschafft. Um was geht's jetzt in dieser Szene genau? Was macht Margot da gerade? Man hat es ja gesehen. Also sie kämpft mit dem Berg, würde ich mal sagen. Oder mit dem Schlamm viel eher. Oder der Piste, wie auch immer. Das war der erste verrückte Tag, wo wir... im Prinzip der erste gemeinsame Reisetag in Pamir. Also Paul und ich sind irgendwie ins Flugzeug gestiegen. Da war Margot ja schon ein paar Monate unterwegs. Ungefähr 2 Monate hat sie bis dahin gebraucht. Und dann sind wir dazugestoßen. Also das heißt, ins Flugzeug gestiegen und bis nach Kirgisistan geflogen, nach Osh. In Osh dann haben wir uns einen Fahrer mit einem großen Jeep gemietet und dann hat der uns auf 3000 Meter Höhe ins Pamirgebirge gefahren und dort wartete Margot in einem Hostel mit ihrem kleinen Motorrad schon ein paar Tage. Die hatte sich wunderbar an die Höhe so ein bisschen schon akklimatisiert. Wir haben dann eine Nacht dort in diesem Hostel auch übernachtet und sind dann an dem Tag, was ihr gerade gesehen habt, das erste Mal on the road gewesen mit ihr zusammen und waren dann schon echt von dieser ganzen Situation, also es ist eine wahnsinnige Landschaft dort oben. Wir sind dann eben bei über 3000 Meter, es ging dann über 4000 Meter auch, in dieses schlechte Wetter gekommen, mitten im Sommer, war nicht unbedingt zu erwarten. Und Margot ist mehrfach gestürzt oder sagen wir mal umgefallen mit dem Motorrad, was uns auch völlig überrascht hat. Irgendwie, wir dachten jetzt, Mensch, die ist doch jetzt irgendwie schon so lange Motorrad gefahren und alles cool, bis jetzt keinen Unfall gehabt und so. Und kaum sind wir da, gerät sie permanent in Schwierigkeiten und das Motorrad kippt um und Paul muss helfen, wieder aufzustehen und zu schieben und zu machen und zu tun. Das war schon echt crazy. Und wir haben es auch so ein bisschen, hatten wir ja gesehen, dann schon auch angeguckt und gefragt, hey, was geht hier eigentlich ab? Wir wollten nur einen Film machen und jetzt schieben wir hier ein Motorrad über den Berg. Aber das war halt wirklich eine außergewöhnliche Situation da. Und für den Film natürlich irgendwie auch ein Glücksfall, ehrlicherweise. Wir waren dermaßen gleich mitten in der Action-Szene gelandet. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Ich hatte mich gar nicht drauf eingestellt, gleich so in die Vollen zu gehen, auch filmerisch. Beim ersten Mal habe ich gedacht, oh Gott, was ist passiert? Das Motorrad ist umgefallen. Geht's Margot gut? Ist sie verletzt oder so? Dann habe ich mich erinnert, ey, du musst aber jetzt film das. Also sei der Paparazzi, ja, halt die Kamera drauf, wir brauchen das. Und zum Glück waren ja dann Paul und unser Driver, der Scham, dann auch da, konnten ihr helfen. Und es war auch nie so, dass sie sich verletzt hat. Es waren Stürze bei langsamer Geschwindigkeit, eher so Unfälle. Und wir waren dann echt glücklich, als wir nach dieser Schlammschlacht abends im nächsten Hostel am Karakulsee unser warmes Süppchen essen konnten und dann auch ins Bett konnten. Ja, wahrscheinlich wart ihr genau im richtigen Moment bei Margot auf der Reise dabei. Irgendwie schon. Genau. Die hätte, ich keine Ahnung, das haben wir uns natürlich auch gefragt, was wäre da passiert, wenn wir nicht dabei gewesen wären. Aber so wie ich Margot kenne, hätte sie sich schon irgendwie durchgeschlagen oder von anderen Leuten Hilfe bekommen. Das ist ja so ein bisschen die Botschaft oder die Erkenntnis, die über Grenzen dieser Film transportiert, dass die Menschen gut sind und sich gegenseitig helfen und du eigentlich auf der Welt nicht allein bist, sondern wenn du mit der nötigen Offenheit unterwegs bist, eigentlich immer auf Menschen guten Willens triffst, die dich dann weiterbringen. Und so wäre das vielleicht auch dort gewesen. Aber ich glaube, es war nicht schlecht in dem Moment, dass wir als Team irgendwie uns zusammen da durchschlagen konnten. Ja, ich finde, die Szene zeigt auch super die Aufgabe, die ihr an mich gestellt habt mit der Musik. Denn es geht immer weiter, Margot stürzt, es gibt Widrigkeiten und trotzdem kommt sie aber irgendwie durch und beißt sich durch. Vielleicht sprechen wir da mal ein bisschen drüber. Ich bin ja relativ spät erst in das Projekt eingestiegen. Genau. Ich glaube, das waren 4 Wochen vor der Premiere oder so. Aha. Mich würde gerne erstmal überhaupt interessieren, warum habt ihr euch bei dem Film dazu entschieden, die Musik von jemandem schreiben zu lassen? Du hast ja ganz am Anfang erzählt, es war dein erster Film, wo jemand Musik dafür geschrieben hat. Vorher habt ihr vermutlich Musik aus einem Katalog oder aus einer Library genommen. Warum wolltet ihr das jetzt ausgerechnet bei Übergrenzen anders haben? Ich hätte das ehrlich gesagt schon ganz oft gerne anders gehabt, aber das ist oftmals dann eine Frage der Produktionsabläufe beim Fernsehen, dann natürlich auch eine Frage des Budgets und all sowas. Übergrenzen hatte nun auch überhaupt gar kein Budget.
Gott sei Dank hast du das aber eben auch wirklich uns sehr entgegenkommend so mit Rückstellungen und so weiter dann gemacht und so, dass das dieses quasi No-Budget-Projekt dann sogar eben über eine eigene Grafikerin und einen perfekten, tollen Filmkomponisten verfügte. Das waren einfach Glücksfälle, weil du den Paul ja kennengelernt hattest auf einem Festival und so und da irgendwie dann dieser Verbindung zustande kam. Warum ich das wollte? Ich wollte das auf alle Fälle. Das ist ein Glücksfall, wenn das passiert. Da war ich nie irgendwie, musste ich gar nicht drüber nachdenken. Ich hätte es mir nur nicht unbedingt erträumt. Ich hätte halt gedacht, okay, wir müssen uns irgendwie anderweitig da durchmogeln. Ich habe dann aber schon gemerkt, dass es eigentlich bei so einem Film gar nicht, auch nicht wirklich anders geht. Also deine Musik hält diese Geschichte am Laufen und zusammen und treibt sie voran und macht eigentlich aus so einer Reportage dann auch erst etwas, was wirklich auch cineastisch und eben auch im Kino und als Langfilm funktioniert, würde ich sagen. Jetzt war es ja so, hast du ja gerade schon erwähnt, ich habe Paul auf dem Festival kennengelernt und darüber bin ich irgendwie zu dem Film gekommen. Wir kannten uns vorher noch gar nicht. Jetzt sagt man ja oft, dass so Zusammenarbeiten zwischen Filmemachern und Komponisten immer auch wie so eine Art Beziehung sind. Also es muss ja irgendwie sich erst so ein bisschen entwickeln. Das erste Projekt ist immer, man weiß nicht, wie man miteinander redet, wie drückt man Sachen aus. Wie war das denn für dich, gerade nach dem ersten Entwurf, den ich geschickt habe? Was war da dein Eindruck von der Musik und wie wolltest du das mir vermitteln? Ja, total spannend. Also genau, man muss sich irgendwie annähern. Und Musik ist eben schon auch was ganz Persönliches, also nicht nur, weil du das ganz persönlich schreibst, aber es ist auch, also es ist ja auch erstmal, ich habe den Film sozusagen als im Schnitt und als Regisseur, würde ich sagen, dann ja erstellt. Und dann merkt man, okay, da kommt jetzt ein zweiter Kreativer dazu, der dem ganzen Jahr enorm viel Emotionen und Stempel, einen eigenen Stempel nochmal aufdrückt. Und damit dann selber erstmal als Regisseur auch klarzukommen. Wir haben ja gearbeitet an so einer Filmszene, wo Margot mit ihrem Motorrad vor dem Bergpanorama so durchfährt, kurz bevor dann diese Stürze praktisch beginnen oder diese Schlammschlacht beginnt. Und ja, das hatte sowas, also ich sag mal so, für mich hatte das sowas, Winnetou kehrt siegreich von der Schlacht zurück und reitet durch die Prärie und Streicher und so weiter, und so groß, ein bisschen so cineastisch groß. Und ich hatte eher gedacht, nee, Margot ist doch auf einer kleinen, wackeligen Maschine unterwegs und das ist zwar alles irgendwie schön, aber auch spannend und hinter jeder Kurve kann die nächste kleine Katastrophe lauern und sie fühlt sich da auch vielleicht fremd und hat auch vielleicht ein bisschen Angst und aber trotzdem auch Mut und wagt sich da hinein so. Und diese, also irgendwie habe ich dann mit dir ja darüber gesprochen, dass wir es irgendwie so ein bisschen spröder, ein bisschen fremder, ein bisschen verhaltener vielleicht auch brauchen, um einfach zu spüren, dass das nicht so eine aalglatte Heldenreise ist oder so. Und dann hast du mehrere Entwürfe gemacht und ich habe immer wieder ein bisschen noch wieder dran rumgemäkelt oder so und habe dann natürlich mich immer gefragt, boah ey, wir kennen uns kaum und der setzt sich da hin und schreibt super Musik und kriegt total wenig Geld dafür und dann fange ich an und erdreiste mich auch noch zu sagen, kannst du es nochmal ein bisschen anders, ist noch nicht so ganz, aber ich habe dann gemerkt, dass du da sehr professionell und total gut mit umgehst und irgendwie eher ja, also das auch brauchst irgendwie, diese Rückmeldung oder irgendwie vielleicht, ja, das gehört einfach dazu, dass man so aneinander arbeitet und miteinander so, arbeitet. Ja, absolut. Dann haben wir gedacht, eben diese erste Musik irgendwie nach, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Versuchen oder so stand, haben wir dann auch relativ schnell einen Ton, einen musikalischen Ton für den Film gefunden und die anderen, und bei den anderen Stellen gab es dann viel seltener noch irgendwie so einen kleinen Wunsch, Korrekturwunsch von mir. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da erwähnt hast, dass man als Komponist oder wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen viel, viel später zu einem Projekt dazukommt und die Filmemacher sind oft schon manchmal ein Jahr, also bei einem Spielfilm wahrscheinlich noch länger, mit dem Projekt beschäftigt und da auch ganz anders emotional drin und dann in dem Fall komme ich dazu und guck mal mit einem ganz frischen Blick auf den Film, aber hab da auch erstmal noch überhaupt keine
emotionale Bindung dazu. Und deswegen sind diese Gespräche, die man führt und genau das, was du gerade erwähnt hast, dass ein Entwurf kommt und man dann aber drüber spricht und man dann auch bereit ist, einen neuen Entwurf zu schreiben, extrem wichtig, weil man muss immer den Macher hinter dem Film kennenlernen, um auch die Musik dafür schreiben zu können. Sonst funktioniert es nicht. Und genau wie du gesagt hast, dann, ja, wir haben 3, 4, 5 Entwürfe, ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele es waren. Und dann hatten wir aber auch das Ganze gefunden und dann ging es relativ schnell. Also, wenn man mal diese 4 Wochen irgendwie aufteilt, ich glaube, die längste Zeit haben wir gebraucht, um den richtigen Ton zu finden. Und ab diesem Moment ging es dann ganz schnell. Ich habe ja auch immer nur so Teile des Filmes gehabt. Also, ich habe mit dem Mittelteil begonnen und der Anfang und das Ende waren noch gar nicht da. Und da habt ihr mir dann aber auch sehr vertraut. Also, ihr habt mich dann auch so ein bisschen machen lassen, obwohl ich trotzdem immer von euch das Feedback hatte. Und ich glaube, deswegen hat das ganz gut funktioniert. Was ich sehr spannend fand, und da würde ich vielleicht auch gerne nochmal drauf eingehen, am Anfang, dadurch, dass ich das Ende noch nicht hatte, habe ich mir gedacht, okay, Margot geht da auf diese Reise, sie geht los und sie möchte ankommen und sie kommt an und wenn sie dann wieder heimfährt, wird alles noch toller und sie ist die Heldin, die zurückkommt. Und habe mir das dann auch so gedacht, okay, da könnte man musikalisch, baut man dann auch immer mehr auf und am Ende wird es dann irgendwie nochmal größer. Und ich hatte aber das Gefühl, je weiter Margots Reise voranschreitet, desto nachdenklicher wurde sie und desto weniger wollte sie eigentlich zurück. Und dann ist am Ende auch eine ganz, ganz viel, viel intimere Musik am Ende entstanden. Habt ihr das so gedacht? War das euer Gedanke des Filmes oder hat sich das einfach so ergeben? So war es eben, dass Margot vor allen Dingen Schwierigkeiten hatte eigentlich mit dem Nachhausefahren und eigentlich gar nicht mehr nach Hause wollte und es total schwierig fand, sich vorzustellen, wieder zurück in ihr Alltagsleben zu müssen und dass diese Erfahrung der Freiheit und des Unterwegsseins und des wahrscheinlich auch ganz bei sich selber Seins dann wieder ans Ende kommen würde und man dann eben wieder zu Hause den Briefkasten leeren muss, die Katzen füttern muss. Sie hat viele Ehrenämter, sie ist ja sogar Ortsvorsteherin in ihrem kleinen Dorf. Also all das wartete auch wieder auf sie. Macht sie vieles gerne und das ist ja, kennt man ja von sich selber auch, wenn der Urlaub so zu Ende geht, ist es halt irgendwie ganz nett, auch mal wieder nach Hause zu kommen, aber auch total schade. Und das war nun bei ihr eben wesentlich mehr als ein Urlaub, sondern praktisch ein Aufbruch in so ein ganz anderes Leben, das da nun irgendwie wieder ja, so ein bisschen ein Stück weit zu Ende ging. Deswegen durchaus eher so ein verhaltenes Zurückkehren. Sie hat sich dann von der Autobahn mit einem Biker-Korso abholen lassen. Also das, insofern hatte sie schon ein bisschen was von so einer heroischen Heimkehr, weil sie plötzlich mit einem Biker Pulk von Balkan da nach Hause in ihr Dorf zurückfuhr und alle haben gehupt. Und es gab dann natürlich auch in dem kleinen niedlichen Dorf Thornhosbach so ein Willkommensfest mit Grillwürstchen. Und dann war mir aber auch klar, in dem Moment, wo Margot da sitzt und erzählt, gehen ja auch die Gedanken zurück an all das, was man erlebt hat. Und das war manchmal ja eben dramatisch, gefährlich, traurig. Und nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und deswegen finde ich, als die Kamera am Ende so weg und eine Musik kommt und der Abspann läuft und wir sehen das Dorf und dieses Fest von Ferne aus Drohnenperspektive und dann haben wir das so ein bisschen gebaut, dass im Hintergrund, hinter diesem Horizont des Waldes oberhalb von Thornhosbach plötzlich der Hindukusch wieder erscheint. Also wir bringen diese beiden Welten auch optisch zusammen. Dieses heimliche Dörfchen, ihre Heimat und die weite Welt des Hindukusch, die fremdartige Bergwelt, die vielleicht der Höhepunkt ihrer Reise war, erscheint plötzlich so, als ob das ganz nah hinter dem nächsten Wald zu finden wäre. Und ich finde, das passt optisch und eben mit deiner Musik dann wunderbar zusammen. Ja, und das zeigt auch so ein bisschen, nach der Reise ist vor der Reise. Und das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Was bringt denn die Zukunft bei dir als Filmemacher, bei dir zusammen mit Paul oder vielleicht auch mit Margot? Habt ihr was Neues geplant? Ich hoffe, die Zukunft bringt noch das ein oder andere Projekt, auch mit dir dann zusammen. Wir haben, also Margot hat dann tatsächlich noch im gleichen Jahr, also im letzten Oktober, ist sie wieder aufgebrochen. Wir waren praktisch mit ihr so ungefähr 1,5 Monate auf Kinotour, als der Film dann damals neu in den Kinos war. Und direkt nach dieser Kinotour ist sie eigentlich schon wieder aufgebrochen. Und zwar mit ihrem alten Benz, also wirklich so ein ganz normaler, altersschwacher, wie alt ist er denn gewesen? Keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so. Kleinen Stufenheck-Benz,
ganz normales Alltagsfahrzeug, das sie eben zu Hause auf dem Hof stehen hat. Damit ist sie losgefahren, wieder nach Südostasien, bis nach Laos. Auch eigentlich eine verrückte Tour durch Pakistan mit bewaffneter Eskorte und all so Geschichten. Und da haben wir es dann so ähnlich gemacht wie bei Übergrenzen und haben wieder ihr Kameras mitgegeben und uns wieder auch an zwei Punkten der Reise dann zum gemeinsamen Film verabredet. Also Paul war mit Margot durch Pakistan unterwegs und ich war dann ab Myanmar, Thailand, Laos am Ende der Reise, die letzte Etappe praktisch dabei. Ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich jetzt ein Kinofilm werden wird oder vielleicht eher ein etwas kürzeres Format, könnte ich mir auch vielleicht vorstellen. Vielleicht bietet sich auch was fürs Fernsehen an oder so. Das müssen wir einfach mal gucken. Ich kenne das Material ehrlich gesagt noch immer nicht komplett, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, die ganzen Aufnahmen, die Margot gemacht hat, durchzuschauen. Die Sachen, die wir gemacht haben, die habe ich so grob im Kopf natürlich, wenn man selbst die Kamera gehalten hat. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine schöne Aufgabe, mal für diesen Herbst, Winter sich eingehen mit den Aufnahmen zu befassen und mal gucken, vielleicht wird da ja auch noch was draus. Ich melde mich dann 4 Wochen vor Kinostart bei dir wieder für die Musik. Alles klar, freue mich schon drauf. Bin auch schon sehr gespannt. Abschließend würde ich jetzt gerne nochmal eine kleine Musikfrage stellen. Ich bin ja aus der Sicht des Komponisten immer sehr an der Musik interessiert. Hat sich deine Einstellung zu Filmmusik durch dieses Projekt geändert, beziehungsweise hat sich deine Erwartung an Filmmusik verändert? Schwierige Frage. Also, ich habe Filmmusik eigentlich schon immer sehr hoch geschätzt. Also, es wäre jetzt... aber es wurde eigentlich eher bestätigt, wie wahnsinnig wichtig Musik ist. Also, es war für mich jetzt irgendwie nichts Neues, aber... deswegen, ich habe halt mir sonst auch immer den Wolf gesucht in diesen Libraries, ja. Und dann ist man halt, ist es immer ein Kompromiss, bis man irgendwas findet, was man dann gut findet, was zu den Bildern passt, was irgendwie, ja, einfach so ist, wie man versucht, sich auch selber vorzustellen. Und diesmal war es für mich im Grunde genommen ein großartiger Service, dass, abgesehen von dieser Annäherung, die wir gemeinsam gefunden haben, du dann sozusagen diese Musikvorschläge gemacht hast, die eben immer schon viel besser passten natürlich als alles, was man in der Library hätte finden können. Und dieser gemeinsame, also ich finde es auch eine unheimliche Wertschätzung. Da sitzt dann jemand, also in dem Fall du, und guckt sich als erster Zuschauer ja im Grunde genommen deinen Film an und guckt den sich gleich so mit offenem Herzen an oder wie auch immer mit offenen Augen, dass er dazu eine Musik schreibt. Das finde ich halt als Filmemacher auch eine unheimliche Wertschätzung. Und dadurch wird dann eben dieser Film ein ganz, also ich meine nicht ein ganz anderer Film, aber er wird eben ein kompletter Film dann und auf ein anderes Level einfach nochmal gehoben. Ich kann jetzt eigentlich nicht mehr zurück in die Sound Libraries. Da freut sich natürlich jeder Komponist drüber. Ich glaube auch jedem, der Musik schreibt, ist jetzt gerade ein bisschen das Herz aufgegangen bei dem, was du da gesagt hast. Das ist auch ein super Abschluss für dieses Video. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir gesprochen hast. Vielleicht sprechen wir ja irgendwann mal wieder über ein neues Projekt zusammen. Das würde mich freuen. Dann lernt ihr auch mal Paul kennen. Und ja, für alle, die den Artist-Fit gerne mögen, jede zweite Woche kommt er raus. Schaut einfach bei meinem Newsletter vorbei, da kriegt ihr immer die neuesten Infos. Und ansonsten auf YouTube findet ihr mich ja auch. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hier mal das Video-Recording aus.